das ist eine Diskussion, wo wir jetzt seit 2 Tagen in Österreich ganz gehetzt sozusagen rauf und runter diskutieren. Jetzt wissen wir, dass die Reallokation innerhalb Europas, die Relocation innerhalb Europas eine Notwendigkeit ist, weil in Wahrheit 5, 6 Länder, die sozusagen die Problematik geschultert haben und sehr viele andere daneben stehen und dabei zuschauen. Und deshalb sind diese Relocation-Programme an sich richtige Programme. Und die Idee der 160.000 Menschen in Europa in neue Heimatländer zu verteilen, ist, die Asyltitel haben, ist ein richtiges Programm. Was meine persönliche Meinung ist, nur ist, dass ich in Österreich der Auffassung bin, dass wir schon einen dermaßen großen Beitrag geleistet haben, dass ich meine, dass wir für die 2.000, die wir jetzt noch nehmen sollten, eine Ausnahme bekommen sollten, wie wir es in der Vergangenheit übrigens auch hatten. Jetzt muss man aber insgesamt sagen, auch wenn das richtig ist, ich diese Ausnahme für Österreich brauche, wir haben da schon ein europäisches Problem, weil ich habe jetzt mal die Zahlen angeschaut, heute, wo wir da stehen, ich glaube Schweden hat bislang 49 genommen und die Schweden gelten immer, ich sage jetzt keine falsche Zahl, vielleicht waren es 400, aber die sind ganz weit weg von dem, was sie sollten. Also wir sehen da schon, dass wir innerhalb Europas ein Riesenthema haben, weil das Unbehagen ja besteht, dass manche Länder uns sagen, na, Solidarität, wenn es um die Kohäsionsfonds geht, ja, aber Flüchtlinge nehmen wir nicht. Und dann sagen halt Länder wie Österreich, naja, wir hätten gern schon, dass Solidarität alle begreifen. Und deshalb ist mein Ziel, dass wir da diese Ausnahmegenehmigung bekommen. Wir haben in der Regierung diskutieren, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Der Innenminister meint, das ist mein Thema, ich mache das ja wirklich gerne. In der Vergangenheit hat es die Innenministerin beantragt, das hat man diesmal nicht getan. Jetzt stehen wir da mit einer Diskussion, die man aber richtig einordnen sollte, weil die Thematik Flüchtlinge, ich meine die Rückführungsabkommen, zum Beispiel, oder die Frage, wie wir Menschen anständig nahe der Herkunft Länder behandeln können und in einer Perspektive geben können, ist eine, die ist ungefähr 500 Mal bedeutender. Aber da haben wir die österreichische Eigenart, uns immer in dem Klein-Klein zu verbeißen und zu vergessen, worum es bei der Lösung des Problems wirklich geht.